Der Advent und die Weihnachtszeit stehen vor der Tür und jetzt geht Österreich wieder in einen Lockdown. Für viele Betriebe ein Wahnsinn, geht doch ein Großteil des Weihnachtsumsatzes verloren. Glück im Unglück haben hier die Gartenbaubetriebe der Steiermark. Hey, wir als steirischen Gartenbaubetriebe dürfen wieder Gott sei Dank offen lassen. Das ist schon ein Riesenvorteil für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben die letzten 14 Tage, drei Wochen jetzt da für die Adventausstellung oder für unseren großen Adventmarkt, den was wir da im Kloßhaus haben, gearbeitet. Und jetzt müssen wir zusperren. Und gerade im November ist halt das ganze Adventkranzbinden für uns, für unsere Mitarbeiter noch so wichtig, weil das ist die einzige Einnahmequelle, was jetzt die Gartenbaubetriebe haben. Und da ist Gott sei Dank jetzt der Lockdown so weit für uns, dass wir als steirische Gartenbaubetriebe offen lassen dürfen. Betonen will man von Seiten der Fachbetriebe auch, dass fast alles aus der eigenen heimischen Produktion kommt. Ja, wir haben das ganze Tannengras, die Koniferen, was wir einbinden in die Adventgrenze, das haben wir Gott sei Dank alles selbst. Also hinter unserer Kloßhäuser ist ein großer Reisig, also Wald eigentlich, wo wir die Baum umschneiden. Das wird täglich wirklich frisch gebunden und es wird alles bei uns wirklich vor Ort hergestellt. Also wir haben 20 bis 30 Mitarbeiter, die was da binden, die Adventgrenze binden, aufdekorieren, ihren Können preisgeben. Und ja, im Gegensatz zu Supermärkten, wo man nicht weiß, wo das wirklich herkommt, wo die meisten Rohlinge, also die grünen Untergrund eigentlich aus dem Ausland kommt, wenn nicht schon aufputzt, da wirklich importiert wird, dann ist das bei den steirischen Gärtnern ganz sicher reine Hausarbeit. Aber nicht nur der Adventkranz, sondern das Ganze drumherum ist in Zeiten wie diesen wichtig und hebt für viele die Stimmung im eigenen Heim. Ich finde, gerade zur Adventzeit mag man sein Haus, seine Räumlichkeiten wirklich weihnachtlich herrichten. Und gerade jetzt in Zeit von dem Lockdown ist ja auch wichtig, dass man eine weihnachtliche Stimmung reinkriegt. Und da haben wir wirklich ganz viele Zubehör für Weihnachten. Also vom Weihnachtsstern angefangen über die Amaryllis hin zu den Weihnachtsmänner, Dekoartikeln, also sie finden wirklich eine riesengroße Auswahl bei uns im Bruck beim Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsstern ist die Pflanze schlechthin für den Advent und Weihnachten. In Rot, allen bekannt, gibt es ihn mittlerweile in vielen Farben. Also wir produzieren 5000 Weihnachtssterne, von den Ministernen bis weg zum großen Weihnachtssternbuschen, Weihnachtssternbaum. Das haben wir alles wirklich seit August züchten wir das eigentlich. Und gerade der Weihnachtsstern, der braucht warme Temperaturen. Also wir haben die Heizung in Betrieb seit August laufen. Wenn wir den jetzt abschütten müssten, weil wir es nicht mehr verkaufen könnten, das tat weh im Herz. Hoffen wir, dass es nicht so kommt und hoffen wir, dass gerade im Advent und zu Weihnachten wieder Besinnlichkeit statt Trubel einkehrt. Bei der Gartenwelt Schacherl und bei den steirischen Gartenbaubetrieben wartet man auf Sie, um wenigstens weihnachtliche Stimmung in Ihr Heim zaubern zu können.